Schnipp, schnapp, Haare ab. Janina Kranz, 24, wird schon bald in der Gastrolle der Carla Burchert bei guten Zeiten, schlechte Zeiten zu sehen sein. Bevor Janina mit ihrer Serienfigur den Kulikitz so richtig aufmischen darf, wurde es allerdings für sie selbst erstmal ganz schön haarig. Für die Rolle musste sich die Jungschauspielerin von ihrer schulterlangen Haarpracht trennen und sich einen Bob verpassen lassen. Im Interview mit RTL erzählte die 24-Jährige von den ersten Drehtagen an GZSZ. Dabei schwärmte sie, die Tage waren aufregend, spannend und super schön. Aber diese großartige Erfahrung habe für die gebürtige Hannoveranerin durchaus auch ihren Preis gehabt. Janina musste sich von ihrem schulterlangen Haar trennen. Mittlerweile gefällt es mir ganz gut, konnte sich die Brünette bereits mit ihrem frisch frisierten Bob anfreunden. Achtung, Spoiler! Mittlerweile hat Janina bereits ihre ersten Drehtage absolviert. Und auch für die Zuschauer dauert es nicht mehr lange, bis sie den Neuzugang auf der TV-Bildfläche begrüßen dürfen, bereits am 7. März wird Janina als Carla im Kulikitz auftauchen als Anwärterin auf einen Praktikantenjob bei Emma Lass Modelabel Tessier Tech.